Auffallend sind die vielen Rohbauten im ganzen Land. Doch der Bauboom lebte vor allem von den Überweisungen aus dem Ausland und internationalen Hilfsgeldern. Die Frustration ist groß. Vor allem unter den Studenten und vielen Jugendlichen, für die selbst Pristina keine Arbeitsplätze mehr zu vergeben hat. Viele sehen keine andere Alternative, als auch in Zukunft das Sicherheitsnetz der Großfamilie in Anspruch nehmen zu müssen. Der Staat kann ihnen keine Sicherheit anbieten. Im Kosovo gibt es kaum Exportgüter. Außer Altmetall, das nach Mazedonien, und Champignons, die nach Italien exportiert werden. Ohne Wertschöpfung bleiben die Staatskassen leer. Die Politik wird zwar nicht müde, den Aufschwung herbeizureden, doch es fehlt an glaubwürdigen Konzepten. Man setzt darauf, dass der Zusammenhalt der Familien in den ländlichen Haushalten weiterhin den sozialen Frieden gewährleistet. Noch ist es so. Aber die Unzufriedenheit wächst auch hier. Als sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die wirtschaftliche Situation verbessert hatte, vor allem in der Zeit zwischen 1971 und 1981, begannen die patriarchalischen Familienstrukturen zu zerfallen und sich aufzulösen. Die Familien, die Söhne, haben angefangen, unabhängig zu sein. Die Emanzipation der Frauen hat begonnen. Frauen haben zu arbeiten begonnen. Die Arbeit hat es ermöglicht, dass man wirtschaftlich unabhängig sein konnte. Es ist also deutlich geworden, dass die Pyramide der albanischen patriarchalischen Familienstruktur lediglich ein Schutzmechanismus gegen eine feindliche Umgebung gewesen ist. Die staatliche Unabhängigkeit alleine wird keine moderne kosovarische Gesellschaft hervorbringen. Solange sich der Staat kein funktionierendes Sozialsystem leisten kann und ein geregelter Arbeitsmarkt fehlt, wird es keinen Raum für persönliche Entwicklung und Freiheit geben. Durch den Einfluss aus dem westlichen Ausland hat mittlerweile auch die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung ihre Grenzen erreicht. Es entscheidet längst jeder für sich alleine. Jeder Bruder trifft seine eigenen Entscheidungen. Als wir noch zusammenlebten, hat unser Vater entschieden. Als er krank wurde, habe ich entschieden. Jetzt macht aber jeder, was er will. Er geht, wohin er will. Er baut, was er will. Er kann auch sein Grundstück verkaufen und ins Ausland gehen. Das ist alles ganz normal. Die heutige Generation der Söhne ist oft nicht mehr willens, die Einkünfte zusammenzulegen. Viele träumen davon, ihr Glück alleine zu versuchen. Für Frauen bleibt es meist beim Traum. Für meine Zukunft wünsche ich mir, an die Universität zu gehen. Ich interessiere mich dafür, einmal Sport zu studieren, da ich viel Sport betreibe. Aber ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich hoffe, dass ich irgendetwas inskribieren kann. Ja, ohne die Hilfe meiner Familie kann ich überhaupt nichts machen. Wenn meine Familie oder mein Vater mich nicht unterstützt, kann ich weder die Universität besuchen, noch irgendeiner Tätigkeit nachgehen oder irgendwo Erfolg haben. In Pristina leben die meisten Menschen längst losgelöst von alten albanischen Traditionen und Familienstrukturen. Doch auch ein vergleichsweise moderner Lebensstil kann die Zukunftsängste nicht vertreiben. Es gibt einen erstaunlichen Unterschied zwischen mir, die ich mich und mein Kind selbst versorge, und Frauen, die in einer Großfamilie leben,
und von ihrer Familie unterstützt werden. Der Unterschied ist, dass ich unabhängig bin. Doch wenn sich die budgetäre Situation im Kosovo nicht bessert und der Staat nichts bietet, dann ist das für meine Tochter und mich sehr problematisch. Denn wir sind dann von den Ereignissen und den Veränderungen im Kosovo und den ausländischen Investitionen abhängig. Ich hoffe natürlich, dass es Investitionen geben wird, wirtschaftliches Wachstum und ein größeres Budget. Das ist das Problem. Die Frauen in den Dörfern haben zwar einen anderen Lebensstil als ich, aber sie haben auch eine gewisse Sicherheit, weil sie einander helfen. Ich hingegen muss für mich und meine Hana alleine sorgen. Die Erwartungen vieler junger Menschen sind eng an die Unabhängigkeit des Kosovo geknüpft. Sie hoffen, dass es künftig leichter wird, Arbeit im westlichen Ausland zu suchen. Wie Sie wissen, sind 70% der kosovarischen Bevölkerung unter 30. Es ist ein Stereotyp. Das heißt, dass 70% der kosovarischen Gesellschaft aus jungen Leuten besteht. Wenn man sich diese Zahl vor Augen hält, erinnert einen der Kosovo unweigerlich an ein großes